Es gibt Menschen, die sagen, wenn das zu persönlich wird, da schalte ich eher ab. Das ist so etwas fast wie eine Bedrohung für mein Inneres oder für mein Leben. Und das kann man machen. Man kann ja auch bei manchen Krimis einfach schnell mal bügeln gehen. Aber dieses Eingemachte ist einfach etwas, womit Gott sich gerne beschäftigt, weil er merkt, da entstehen Kräfte. Da wird die Erlösung und die Heilung eigentlich wirklich fassbar. Und wenn Sie heute Abend das Titelbild von unserem Heft Nummer 3 anschauen, wir haben das bisher nie so gemacht, aber heute fällt mir besonders auf, da haben Sie ja ein Kreuz, was pechschwarz ist und was eigentlich wie ein Pluszeichen rüberkommt. Und diesen leuchtenden Hintergrund. Und das fasst es gut zusammen, was wir heute bedenken wollen, dass das Schwärzeste, was es gibt, zu diesem Christus passt. Sein Kreuz zieht im Grunde genommen das Schwärzeste an, was es auf dieser Welt gibt. Und um dieses Kreuz herum, unglaublich, leuchtet Sonne und Gold, Edelmetall. Das Heft werden wir erst später zur Hand nehmen. Ich will heute mit der persönlichen Geschichte beginnen. Ich mache das, weil mich der Pfarrer von Kitzingen nach dem gestrigen Abend, du hast das ja erwähnt, ermutigt hat, so kann man ganz gut einsteigen. Diese Geschichte ist von mir persönlich. Ich würde die vielleicht nicht erzählen, wenn ich hier Pfarrer wäre, aber ich gehe ja wieder. Und deshalb können Sie sagen, typisch Pfarrer oder was auch immer, ist mir ganz egal, was Sie sagen. Ich sage die Geschichte einfach, um Sie zu ermutigen, dumme Geschichten aus Ihrem Leben, wo es Tränen gibt, einfach mal anzuschauen. Und deshalb ist ganz gut, wenn einer damit anfängt und sagt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, ich erzähle das einfach. Das war für mich wichtig. Ich war in der ersten oder zweiten Grundschulklasse. Dorfschule, die beiden Klassen waren also zusammen und die Lehrerin, weiß den Namen heute noch, ich kann mich auch noch an die linke Tafelseite erinnern, da war das ganze Alphabet und jeder Buchstabe mit einem Bild versehen. Sehr einprägsam und schön. Ich war aufgeweckt, haben die Leute gesagt, und ich hatte an dem Vormittag wohl was gemacht, was die Lehrerin furchtbar geärgert. Und in ihrem pädagogischen Geschick hat sie Folgendes gemacht. Sie hat mich vor die Tür gesetzt und hat gesagt, wir beschließen jetzt, dass du in eine andere Schule kommst. Und das ist deshalb für mich so eindrücklich gewesen, weil der Boden in diesem Flur, das waren schwarze Dielen, großflächig, ausgelaugt und die rochen so ein bisschen, wie halt so altes Holz riecht. Ich bin dann doch nicht auf die andere Schule gekommen, ich weiß gar nicht warum. Ich kenne die Geschichte eigentlich hauptsächlich von meiner Mutter, die sich dann diese Lehrerin vorgeknöpft hat und gesagt hat, was war da los und warum und so weiter. Dann bin ich älter geworden, studiert und war verheiratet. Ich glaube, ich war so an die 40. Die Ehe war damals bei mir in einer sensiblen Phase. Sensible Phase, damit meine ich, wir haben das Gefühl gehabt, wir haben die schönen Jahre hinter uns. Und wir haben uns gegenseitig verletzt, wir haben und sozusagen eher das Leben schwer gemacht. Und wir haben diese ganzen Erwartungen im Grunde genommen das Gefühl gehabt, jeder bringt dem anderen eher was Schlechtes ins Leben wie was Gutes. Die Situation war also die Situation in der Ehe war bescheuert. Und jetzt sitze ich in der Küche, ich weiß das noch wie heute, Frust aus Hilflosigkeit geweint, das weiß ich auch noch. Und dann sehe ich,
Tränen machen ja immer so ein bisschen was Verschobenes. Sehe ich diese Dielen vor mir von dem Schulflur? Man sagt ja heute, es gibt Triggersituationen, wo auf einmal unsere Seele Dinge verbindet, die gefühlsmäßig genau zusammenpassen. Und unser Kopf kann das gar nicht steuern, das ist einfach da. Und es passte genau zusammen. Der kommt in eine andere Schule, der ist unmöglich. Und die Situation, die ich gefühlt habe als Erwachsener in dieser Ehesituation. Und ich war so berührt und fassungslos von dieser Rückerinnerung an die Schule. Und ich hatte das Gefühl, was ich als Kind hatte, jetzt als Erwachsener, fast 40 Jahre später. Und das Gefühl können Sie sich ja vorstellen, Hilflosigkeit, Angst, wo geht es jetzt hin? Und die verschwören sich alle in diesem Klassenraum mit der Lehrerin, der Autoritätsperson, gegen mich. Also das ist Katastrophe für ein Kind. Und dann sind da ein paar Tage vergangen. Und es ist ja auch so, dass man in einer Situation, wo es einem Schwierigkeiten macht zu leben und Dinge auf die Reihe zu kriegen, auch empfänglich ist für den Glauben. Ich war damals Christ, klar Pfarrer. Und dann weiß ich noch, das war wieder das Küchenfenster und dann sah ich vor mir ein Plakat. Das kannte ich, das war real. Und dann schob sich in dieses Plakat eine Szene, die ich aus der Bibel kannte. Ein Vater und ein erwachsener Mann. Der Vater geht auf den erwachsenen Mann zu und umarmt ihn. Die Geschichte ist ja bekannt. Der Vater erwartet und begrüßt seinen Sohn, der nach Hause kommt. Und ich habe gespürt, der Sohn, das ist jetzt sozusagen mein Part, und das, was der Vater macht, kommt jetzt mir zugute. Und eine Umarmung, das ist ja etwas, wo ich sage, Wärme, Sicherheit, Geborgenheit und Willkommen. Also genau das Gegenteil von dem Gefühl, du gehst weg, Tür zu, andere Schule. Also interessant, dass der Glaube in Triggersituationen manchmal genau die Gegenbotschaft vom Himmel in unsere Seele schickt. Du bist willkommen, ich habe auf dich gewartet, ich schütze dich, hier bist du geborgen und gewärmt. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass es darum geht, dass Dinge, die wir von der Bibel oder vom Glauben wissen, uns so nahe kommen, dass wir sogar spüren, was da für eine Kraft oder für einen Glanz und eine Geborgenheit drinsteckt. Und ich sage das jetzt so ganz von mir und ich weiß nicht, wie weit Sie sagen, das kenne ich, ja, das habe ich auch, ich kann das da jetzt zuordnen. Ich erzähle das einfach nur, dass ich sage, darum geht es jetzt am heutigen Abend, dass wir einen Sinn dafür bekommen, egal was in meinem Leben passiert ist. Der pechschwärzeste Tag kann mit diesem Vater, der mich umarmt, in Kontakt kommen. Und dann ändert sich etwas in unseren tiefsten Schichten unseres Gefühls und unserer Seele. Insgesamt ist es heute psychologisch ja so verbreitet, dass das eigentlich jeder weiß. Und es gibt bei vielen Filmen, die wir schauen, diese Rückblenden, wo aus einer aktuellen Handlung auf einmal etwas erzählt wird, wo man merkt an der Kameraführung, am Licht oder an der Art, wie das gemacht wird, Ton bleibt manchmal weg, das ist jetzt eine zeitliche Rückblende. Das wissen wir alles, psychologisch alles klar. Aber was in unserer Gesellschaft verheimlicht wird, weil keiner mehr so richtig dran glaubt, ist, dass die Liebe Gottes über die Zeit hinführt in dein Leben, auch wenn das schon Jahre zurückliegt. Das ist eigentlich diese geniale
Geschichte. Und oft ist es so, wenn dir ein Pfarrer oder eine Pfarrerin in der Predigt kurz andeutet, kriegen wir das gar nicht richtig mit. Und deshalb ist es gut, dass das heute einfach mal so ein Thema ist. Und das Thema heißt ja Glaube und Hindernisse. Und Hindernisse wollen wir sozusagen ein bisschen entfalten. Und jetzt nehmen wir das Ding in die Hand. Der Vorspann ist hier folgender, dass gesagt wird, wenn wir draußen oder wo auch immer mit Leuten über den Glauben diskutieren, dann kriegen wir Argumente, die gegen den Glauben sprechen, immer wieder an den Kopf. Und hier werden ein paar Argumente, die gegen den Glauben sprechen, aufgezeigt. Ich gehe das kurz durch, weil der rote Faden ist der, dass der Verfasser von dem Heft und von dem Kurs sagt, es gibt Kopfargumente und es gibt Herzargumente. Und es ist wichtig, dass wir herausspüren, gegen Kopfargumente zu kämpfen, ist schwierig. Das sind wir manchmal gar nicht ausgebildet oder studiert dafür. Und Herzargumente, das ist der Schwerpunkt. Wenn wir da durchblicken, haben wir eigentlich wirklich was gewonnen. Aber zuerst Kopfargumente. Argument Nummer 1, Gott kann man nicht beweisen. Wenn Sie die Tafel anschauen, könnte es für Schicksal sein, irgendwas an der Uni. Es geht also um gescheite Worte, gescheite Argumente. Gott kann man nicht beweisen, da fällt mir immer der schlaue Spruch ein. Also 2 Pfund Rindfleisch, gibt eine gute Suppe, das ist klar. Das ist ein cooler Spruch, weil der stimmt. Und die Leute, die Rindfleischsuppe kochen können, die wissen, was man da alles nimmt. Und die stehen schon in Gedanken an ihrem Herd und sagen, zack, 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 ich baue das alles zusammen. Ich mische, ich weiß es, ich mache es. Und das ist schon mal die falsche Spur. Weil das Rindfleischargument kommt immer von einem, der alles im Griff hat. Dann wäre ja Gott ein Stück auf der Werkbank. Und wenn ich so von Gott rede und argumentiere, stimmt ja schon was nicht. Da bin ich ganz groß und Gott ganz klein. Gott ist ein Baustein und ich bin der Baumeister. Wenn die Größenverhältnisse stimmig gemacht werden, dann heißt es, ich bin ganz klein und Gott ist ganz groß. Und jetzt kann ich nicht ihn rumwerkeln, sondern jetzt bin ich darauf angewiesen, dass er die Tür aufmacht und sagt, hey, ich bin da. Und die Bibel verwendet das tolle Wort für sowas mit Offenbarung. Und das zweite Bild auf der Seite ist zwar ein Schaubild, aber das fasst genau das zusammen, worum es geht. Bei Gott kommt etwas Größeres, wie du bist, in deine kleine Wirklichkeit. Weihnachten, Engel und so weiter, da ist es ja so. Oder bei Maria, oh, wo kommt der Engel her? Was ist los? Da wird der kleine Mensch von Gott überrascht. Er zeigt sich und du sagst, ich habe gehört, gespürt, ich bin angerührt worden davon, dass es ihn gibt. Zweites Argument, Glaube, das träumst du dir ja nur zurecht. Jeder von uns träumt, jeder hat Wünsche. Und jeder bastelt seine Wunschvorstellungen in sein Glauben einfach ein. Das wäre ja schlimm, wenn wir das nicht machen würden. Ein Beispiel, Sie sind auf dem Friedhof, Freundin, Freund, Tod, Grab, Beerdigung, Ende. Das ist doch ein schöner Gedanke, wenn man sich vorstellt, wir könnten uns wiedersehen. Also im Himmel wiedersehen. Die Christen sagen das ja. Sagen die das jetzt, weil das ein cooler Gedanke ist auf dem Friedhof? Oder sagen die das, weil sie eine zuverlässige Quelle haben, die ihnen, egal ob sie sich das wünschen oder nicht, verspricht? Und dann kommen sie jetzt auf eine Art zu Bibel lesen, wo sie sagen, jetzt muss ich noch mal genau hinschauen, ob das, was ich mir eingebildet habe, auch wirklich von Gott versprochen ist. Oder ob ich mir da vielleicht was zurechtgebastelt habe. Ich habe mal eine alte Frau besucht, Geburtstag, und da ist irgendwas passiert und dann hat sie gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, bet viel, das bringt Glück.
Das ist wirklich ein archaischer alter Spruch. Die Sehnsucht war Glück und das Mittel zum Glück war viel beten. Das kann man jetzt katholisch ganz gut auslegen, evangelisch auch. Viel beten bringt Glück. Da würde ich sagen, so steht es in der Bibel nicht drin. Also es könnte sein, dass diese Sehnsucht zerbricht, weil sie nicht mit dem übereinstimmt, was Gott tatsächlich versprochen hat. Gott verspricht, wenn du in der Not bist, ruf mich an, ich will dich erretten. Aber das klingt anders wie bet viel, das bringt Glück. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht wie der mit seinem Laptop auf den Felsvorsprung setzen und sagen, ich tippe jetzt mal meine ganzen Sehnsüchte ein und dann erscheint es am Himmel auf einer großen Projektionsfläche, was ich mir wünsche als Glaubensgeschenk. Prüfen heißt, es kann Unterschiede geben zwischen Sehnsucht und tatsächlichem Zuspruch, den Gott uns macht. Drittes Argument, das steht hier so schlau drin, ohne Gott wäre manches besser. Ich bin immer für Beispiele und wenn Sie die Geschichte vom 30-jährigen Krieg in Deutschland anschauen und wenn es Leute gibt, die sich damit beschäftigen oder die etwas gelesen haben, dann kannst du nur sagen, du hast 100% Wenn ein Glaubenskrieg Europa für 30 Jahre zerstört, beschäftigt, in eine Sackgasse führt, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und es ist manchmal gut, wenn wir in solchen Diskussionen ganz klein werden mit Hut, uns der Ehrlichkeit stellen, uns auch entschuldigen für Sachen, die Kirche gemacht hat, ob katholisch oder evangelisch, und vielleicht nur am Schluss sagen, du hast recht, aber man kann Dinge nicht deshalb verurteilen, weil sie missbraucht worden sind. Es kann auch bei missbrauchten Dingen was Gutes dahinter sein. Und das ist der Grund, warum ich da noch dran hänge. Und dann ist es ein bisschen still wie jetzt, weil wir nicht die große Reden schwingen, sondern weil wir da ganz klein geworden sind. Und wir uns der Wahrhaftigkeit stellen müssen. Man könnte ja sagen, nur Chancen im Islam, Salafisten, machen es genauso. Ruhe. Er hat die Christen angesprochen. Und die haben Dreck am Stecken. 30 Jahre. Letztes Argument. Das Elend der Welt spricht gegen Gott. Das wird ja meistens dann ganz stark diskutiert, wenn wieder was Schauriges passiert ist. Hier auf der nächsten Seite wird erinnert an ein Massaker in einer Schule, wo die Leute einfach sagen, dieses Entsetzen und das, was ich von Gott weiß und erwarte, das passt einfach nicht zusammen. Das zerreißt mich bei diesen Bildern. Und da ist es wichtig, dass wir ein Argument für uns selber klären. Gibt es in unserer Welt Katastrophen, für die keiner was kann, wo wir sagen, da müssen wir einen Schuldigen suchen? Und gibt es Katastrophen und Missstände, wo wir genau wissen, wer schuld ist? Man kann nicht alles in einen Topf schmeißen. Und manchmal ist der, der entsetzt ist, dankbar, wenn wir ihm ein bisschen sortieren helfen und sagen, du hast recht. Ich kann nicht sagen, Massaker deshalb, weil wir so viele Krimis schauen. Das ist alles Platz. Aber ich kann sagen, wenn wir besser leben würden, dann wäre der Hunger in dieser Welt kein Problem mehr. Und er würde vielen Leuten bei den Bildern, die wir von hungrigen Menschen sehen, klar werden, da bist du auch gefordert. Das ist nicht Gott, der die Leute verhungern lässt. Eigentlich sind wir das. Und hier steht dann noch, das finde ich das Wichtigste. Gott stellt den Menschen in die Freiheit. Der Mensch kann in dieser Freiheit wirklich machen, was er will.
Und die Corona-Zeit, wir haben vorhin am Tisch ein bisschen auch darüber geredet, die hat ja auch ans Licht gebracht, dass es sehr viel kostet, wenn man wegen einer Bedrohung auf eine Freiheit verzichtet. Und das Gegenteil ist, wenn der Mensch sich die ganze Freiheit, die er haben kann, nimmt, dann muss das Störung und Schmerz für andere bedeuten. Das kann gar nicht gut gehen. Und wenn Gott dem Menschen diese Freiheit zugesteht und er nicht eine Marionette ist, dann ist es wohl so, dass diese Freiheit auch in manche Sackgassen führt, die der Mensch gar nicht überschauen kann. Und es ist ein Unterschied, in einem bayerischen Intercity zu sitzen und hierher zu fahren oder in der Dresdner Straßenbahn, weil in der Dresdner Straßenbahn ist die statistische Häufigkeit derer, die ihre Freiheit einfach durchsetzen, um ein Vielfaches höher wie in einem bayerischen Intercity. Ich habe das selber erlebt, da bist du einfach sprachlos. Das beste Argument ist eigentlich, ich weiß von Gott, dass er mitfühlen kann mit jedem Leid. Ich weiß von Gott, dass er sich in dieses Leid hineingibt. Dass er mitfühlen kann. Und dass er keiner ist, der von außen zuguckt und das alles laufen lässt. Und jedes Kreuz, was wir sehen, ist eigentlich dieses letzte Argument, dass die Liebe Gottes eine Liebe ist, die nicht von außen, aus der Distanz, sondern vom tiefsten Mitleid kommt. Und dass die Schreie, die Menschen schreien, auch immer die Schreie von Jesus sind. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem alten Mann bei uns im Dorf, der mir gesagt hat, Herr Pfarrer, ich war jetzt im Krankenhaus, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Da hing das Kreuz an der Wand, so auf der Höhe vom Bett, dass die Schmerzen, die ich in einem Krankenbett habe, auch sozusagen eine Beziehung haben zu dem Jesus, der da jetzt in meinem Krankenzimmer hängt. Weil wenn man den Jesus immer in der Kirche oder am Wegkreuz hinstellt, aber wenn man ihn am Krankenbett hinstellt, dann ist es so, dass ich sage, der auch. Und das ist schon etwas, wo ich spüre, das ist kostbar. An einen Gott zu glauben, der alles Leid dieser Welt mitfühlend aufnehmen kann. Das war jetzt im Grunde genommen dieser Schnelldurchlauf durch diese Fragen, was spricht gegen den Glauben, habe ich schlaue Argumente, wie gehe ich damit um, was hilft mir, was kann ich weitergeben. Und jetzt kommt dieses entscheidende Bild, ich zeige es Ihnen, damit Sie wissen, wovon ich rede. Hier, dieser Mann oder diese Frau, dieser Mensch. Und der wichtige Punkt ist Herzprobleme und Kopfprobleme. Da kann man jetzt diskutieren. Ich behaupte einfach, dass der Verfasser auf diesem Weg weitergeht. Der sagt, wir reden jetzt über Herzprobleme und nicht über Kopfprobleme. Es geht jetzt nicht um Argumente, sondern es geht darum, dass in deinem Leben Dinge passiert sind, die es dir schwer machen zu glauben. Nicht schwer machen, in die Kirche zu gehen oder Konfirmandenunterricht als Karriere durchzuziehen, sondern die es dir schwer machen, diese Hingabe, dieses Vertrauen zu vollziehen, was wir besprochen haben am Abend Sinn des Lebens. Fußball rechte Ecke unten, dieser Sportler und diese Pfeile in die Richtung und in die andere Richtung, wo wir gesagt haben, wenn du dein Herz an etwas hingibst, Leidenschaft, mit Freude, mit Vertrauen. Dann kommt was zurück. Und wenn du das Hingeben deshalb nicht so richtig kannst, weil hier etwas sagt, Achtung, Vorsicht, schlechte Erfahrung gemacht, halte was zurück, Kontrolle, das sind alles so Dinge, die dann auftauchen, dann geht das ja gar nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, dein Herz hindert dich in diesem Vertrauen, was wir besprochen haben beim Sinn des Lebens,
ist beim Glauben irgendwo behindert, verkümmert, eingeschränkt. Und nun können Sie sagen, es hört sich gut an, aber wir müssen das jetzt sozusagen an Beispielen klar machen, damit wir sagen, jetzt, ja, ja, ja. Darum geht es eigentlich jetzt im zweiten Teil in unserem Gespräch, wo wir dann nochmal innehalten und es zurückdrehen. Und ich möchte jetzt einfach wieder ein Beispiel erzählen, da können Sie auch über mich lachen. Das ist ja das Schöne. Meine vorletzte Pfarrstelle, Kirche, Betonbau, Miniatur im Vergleich zum Münnerstädter großen Gebäude. Evangelischer Pfarrer war ich, also evangelischer Pfarrer steht ja im Sommer vor der Kirchentür und begrüßt alle Leute. Wir hatten Treppenaufgang und Behindertenrampe, das heißt, es kam ein Rollstuhlfahrer an diesem Sonntagmorgen, der von einer Frau geschoben wurde. Ich kannte den Rollstuhlfahrer und die Frau von Weitem, es war der ehemalige Bürgermeister und seine Tochter. Ich kann jetzt sagen, warum ich auf den Bürgermeister stolz war. Wir waren in der katholischen Diaspora und er war evangelisch als Bürgermeister geworden. Also es war einfach eine würdevolle Figur. Und jetzt sage ich Ihnen, das können Sie gar nicht nachvollziehen, was ein Pfarrer denkt, wenn er manche Leute sieht. Also ich habe gedacht, der erste Gedanke war, glaube ich, ich schilde das jetzt einfach so, wie ich es mir vorstelle. Warum kommt der alte Hoffmann heute in die Kirche? Schreckgedanke? Hat er Geburtstag gehabt? Du hast ihn vergessen. Hätten Sie auch gedacht, oder? Ja, also Sie sind der Kirchenvorstand. Sie sind ganz nah an den Gedanken eines Pfarrers dran. Hochzeitsjubiläum ging nicht, weil die Frau hatte ich schon beerdigt. Und es gibt so Gedanken, die elektrisieren einen förmlich. Und dann kam der Rollstuhl näher. Und dann müsstest du jetzt eigentlich, wenn du ein guter Pfarrer bist, umschalten und sagen, alles vergessen. Herr Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Dazu war ich nicht in der Lage. Weil der Gedanke hat mich sowas wie elektrisiert. Und dann habe ich, obwohl ich eigentlich sprachbegabt denke, bin, gesagt, jetzt hören Sie mal vor, was ich gesagt habe. Ich weiß das heute noch. Warum kommen Sie heute in die Kirche? Das war nicht böse, ja, das war so, ich konnte nichts anders sagen. Und ich habe das gesagt und habe sofort gewusst, das ist Kacke. Das weiß man ja auch, wenn man so blöde Sachen sagt. Ja, du hast einen Talar an, du musst dann den Gottesdienst halten. Der Herr Hoffmann saß in der ersten Reihe, da hatten wir den Platz dafür. Und dann siehst du ja andere Leute und irgendwie war das weg. Es ging für Zeit. Und dann hat mich mein Diakon, mein Prädikant angerufen und hat gesagt, Herr Fritsch, wissen Sie schon, der alte Hoffmann liegt im Sterben. Ich war jetzt dort. Die wollen nicht, dass Sie kommen. Wieso? Ja, tja. Die Tochter hat gesagt, das war also unmöglich. Diese Situation. Denkst du dir als Pfarrer wieder, Gott sei Dank lebt er noch. Ja? Das war dann die größte Beerdigung, die katholische Kirche gemietet. So viele Leute haben wir noch nie bei einer Beerdigung gehabt. Dann hat der Diakon oder der Prädikant hat dann dafür gesorgt, dass ich da doch hin durfte. Da kannst du dir einen Arsch beißen, weil du sagst, wie kannst du nur so einen Scheiß sagen? Jetzt habe ich das bewusst von mir erzählt. Ich kenne auf der anderen Seite von Hausbesuchen wirklich viele Leute, die mir gesagt haben, ich habe nach einer Zeit der Abstinenz oder keine Chance, keine Lust auf Glauben, einen Gottesdienst besucht. In meinem Dorf. Ich habe jetzt einen Elektriker vor Augen, der mir das so erzählt hat. Und wissen Sie, wenn so jemand nach 3-4 Jahren auf dem Dorf wieder in die Kirche geht, dann spürt er ja schon beim Weg zur Kirche, die Sehnsucht ist, dass ihn jemand anlacht und sagt, schön, dass du kommst. Aber die Dorfleute sind ja genauso wie der Pfarrer, auch hier im gleichen Kopf, und sagen dann, du kommst wieder, ha? Die sagen die knallhart, ja. Und der kann im Beruf, kann der richtig tolle Sachen raushauen. Aber bei so einem Spruch am Sonntagmorgen, wo der wieder
Er nicht umdreht, aber der hört von der Predigt gar nichts mehr. Der sagt nur, die haben mich ablaufen lassen. Der Mensch ist an manchen Stellen wie ein offenes Tor. Und es ist so, wie ein Giftpfeil reinfällt und einfach eindringt bis aufs Blut. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen Vertrauen oder ein bisschen Verständnis gewachsen, dass sie sagen, es gibt Nadelstiche, Verletzungen, die bleiben uns und die machen uns atmosphärisch etwas kaputt. Und das passiert bei Eltern-Kindern, das passiert bei Ehepartnern, das passiert Kirche, passiert überall. Nur kann man sagen, um die Institution mache ich jetzt einen Bogen rum. Aber wenn diese Institution den lieben Gott auf Erden vertritt, dann ist es höchst peinlich. Weil dann sozusagen wie eine dunkle Wand vor dem köstlichen Glauben steht und wir nicht weiterkommen. Ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte von meiner Frau. Die ist nicht da, aber das, was ich jetzt erzähle, ist die Wahrheit. Meine Frau stammt aus einem atheistischen Elternhaus. Die hat etwas drauf gehabt, was ich nie konnte. Sie konnte nämlich Fahrrad fahren mit der Pumpe in der Hand. Sie ist nämlich oft abends von der Schule nach Hause gekommen, in der Nähe von einem früheren amerikanischen Armeelager. Und wenn du ein Mädchen bist, was einen schönen Busen hat und blonde Haare, warst du gefährdet. Und sie hat sich das angewöhnt, ich fahre nur noch abends mit der Luftpumpe in der Hand nach Hause. Und an dem Abend ist es passiert, sie ist also nicht nur angemacht worden, sondern um ein Haar sozusagen von jemand missbraucht worden. Und dann kommt sie völlig verstört nach Hause. Und wie das so ist, man kann das ja dann nicht wortwörtlich oder irgendwie so beschreiben. Auf jeden Fall, die Mutter hört sich das an und sagt, reg dich doch nicht so auf. Und dieses Gespräch zwischen einer Tochter und ihrer Mutter und diese Bemerkung zu dieser Situation hat dazu geführt, dass vertrauensvolle Gespräche zwischen dieser Tochter und dieser Mutter nie mehr stattgefunden. Weil in einer solchen Situation ein Mensch manchmal einen Schwur leistet und sagt, du verstehst mich nicht, ich sag dir nichts mehr. Und Schwüre, das sind so Sachen, Versprechen für die Ewigkeit. Und dann gab es noch etwas, wo meine Frau gesagt hat, das habe ich lange nicht verstanden. Sie war in Englisch in der Schule grottenschlecht. Und vor 3 oder 4 Jahren hat sie, wir waren dann immer im Urlaub und hat sie immer gesagt, ich kann nicht Englisch sprechen, mach du das. Und ich dachte mir immer, die hat doch auch im Gymnasium Englisch gehabt. Warum heißt die sprachgestört in Englisch? Und dann ist sie älter geworden und hat gesagt, also ich will mal was tun für mein Englisch. Und dann hat sie in England einen Sprachkurs besucht. Und ist sich auf die Schliche gekommen und hat gesagt, diese Amerikaner haben so gesprochen. Und weil die so gesprochen haben, war für mich diese Sprache nicht würdig, mit Liebe oder mit Engagement Vokabeln zu lernen, mich da anzustrengen, da Karriere zu machen. Das war wie zu. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, also meine Frau ist erwachsen, hat einen Beruf ausgeübt, evangelische Pfarrerin, ist jetzt im Ruhestand. Es ist ja nicht so, dass die psychisch labil oder irgendwas gewesen ist. Stellen Sie sich mal vor, dass so eine Begebenheit solche Auswirkungen hat. Und ich erzähle das deshalb, dass Sie sagen, es gibt nichts, wofür man sich schämen muss oder sagen muss, ach, das ist so wichtig. Ich habe das schon längst vergessen. Okay, dein Kopf sagt, er hat es vergessen. Aber in deinem Herzen ist es eben gespeichert und diese Gefühle können dich antriggern oder können deine ganze Lebensgeschichte begleiten. Und wir werden nach der Pause einfach nicht nur darüber reden, dass das alles schlimm ist, sondern wir werden reden, welche Schritte gehen wir in diesem Kurs, damit jeder diese Erschütterungen seines Lebens auf eine Weise, die liebevoll ist,
Öffentlichkeit vor Gott bringen kann. Wie machen wir das in der evangelischen Kultur? Und deshalb ist es so, wie dass ich sage, ich möchte Ihnen Appetit machen, dass Sie Ihr Leben wirklich ernst nehmen und anschauen und sagen, egal ob das groß oder klein ist, für mich ist es wichtig und für Gott auch. Hier ist nochmal kurz erklärt mit dem Stacheldraht, dass der Mensch, der eine Erschütterung erlebt hat, einen Giftpfeil abbekommen hat, der muss jetzt reagieren. Er muss sich schützen. Und es gibt Waffen, also zurückschießen, oder es gibt die Möglichkeit, dass man sich hier mit einem Stacheldraht umgibt. Im bildlichen Sinne, das heißt, wenn du mir zu nahe kommst, dann steche ich dich. Manche Leute perfektionieren das dann und du hast das Gefühl, du kommst an die im Gespräch einfach nicht dran. Nicht, weil sie widerwillig sind, sondern weil sie einen Schutz um sich gebaut haben. Und weil sie länger brauchen, bis sie Vertrauen wagen, vielleicht gar nicht mehr wagen. Jetzt hätte ich beinahe noch ein Nebenthema aufgemacht, habe ich mir jetzt auf die Zunge gebissen. Ich sag's doch, ohne Vertrauen gelingt keine Beziehung. Und wenn Sie sich mit Stacheldraht ausgestattet haben, dann sind Sie in jedem Beziehungsebenen behindert. Vielleicht noch am wenigsten bei den Enkeln, weil die können Ihnen kaum gefährlich werden. Aber in allen anderen Beziehungen spüren Sie irgendwann, wenn Sie sensibel sind, dass Sie behindert sind. Und jetzt lese ich zum Schluss des ersten Teils des Vortrags vor, was auf diesem Bild ergänzt ist. Ich lese also nur das vor, was hier steht. Sie können es zuhören, oder Sie wissen, wo das herkommt. Damit Sie ein Gespür dafür bekommen, was dieser Referent, der das entwickelt hat, was dessen Anliegen ist. Misstrauen lähmt das Herz. Misstrauen ist wie eine Trennwand gegenüber Menschen und auch gegenüber Gott. Wo es wie ein schleichendes Gift mein Innenleben durchzieht, frisst es die Kraft zum Vertrauen auf. Mein Misstrauen redet mir ein, wag dich nicht so weit vor, du wirst enttäuscht. Misstrauen lähmt das Herz, lässt die Hingabefähigkeit absterben, schließt mich in mich selbst ein. Deshalb können viele verletzte Menschen nur schwer glauben, obwohl sie sich vielleicht danach sehnen. In den Gesprächen heute ist es ganz wichtig, dass nur der redet, der wirklich was sagen will, und dass der geschützt ist, der sagt, das ist mir jetzt zu frisch. Deshalb brauchen wir heute sicher keine Stunde, sondern da reicht eine knappe halbe Stunde. Aber mancher sagt einfach, Mensch, ich habe da ist mir was eingefallen. Das ist gut, wenn ich das jetzt mal teilen kann. Und dann sind es vielleicht zwei oder drei, die sagen was. Und dann passt es auch so. Zu den Gruppen möchte ich nochmal sagen, heute ist es nochmal wichtig zu betonen, was wir da sprechen, ist Tabu für die Außenwelt. Ich habe das ja schon am Anfang gesagt, möchte es heute nochmal in Erinnerung bringen, das ist eine Verabredung, die ist ganz, ganz wichtig. Wir wechseln ja dann irgendwann die Kalender und es ist so eine Zeit, wo man sagt, erzählt jemand was von einem Januartermin und ich sage, ja, aber ich weiß gar nicht, dass ich als Spur 8 Mitglied im Januar schon Termine habe. Also ich möchte Ihnen sehr raten, dass Sie Ihren Terminkalender für das Jahr 2023 jetzt schon bestücken mit den Spur 8 Terminen. Weil es gibt im Januar, Februar dann immer diese komischen Überschneidungen, wo man sagt, ach, ich habe gar nicht gewusst, da ist ja schon was. Warum sage ich das? Wir haben ja durch die Technik die Möglichkeit, eine Abwesenheit wegen Erkältung, wegen Familienfeier locker auszufüllen durch dieses Nachgucken oder Nachhören und durch dieses tolle Heft. Aber es gibt Dinge in diesem Kurs, die kann man nicht nachholen. Und das sind zwei Termine ganz wichtig, die möchte ich Ihnen ans Herz legen. Das ist der letzte Dienstagabend im Januar eben
von dem Kurs in der letzten Januarwoche. Der steht hier auch glücklicherweise im Terminübersichtsplan drin, aber mit dem falschen Datum. Das heißt, da heißt es 17.01., aber das ist so ein Zahlendreher, das muss 24.01. heißen. Das ist der letzte Dienstagabend von dem Kurs und in der gleichen Woche, der letzte Samstag im Januar, das steht hier einfach so nüchtern dort, Abschluss Samstag. Da denken ja manche Leute, nur da werden die Urkunden verteilt und dann... So ist es nicht. Dieser Abschluss-Samstag ist ein Zusatzprogramm, was im ursprünglichen Kurs Spur 8 nicht vorgesehen ist, was aber bei den Erfahrungen Jahr für Jahr sich entwickelt hat und was genau passend zu einer Landbevölkerung entwickelt wurde. Weil die Landgemeinde, in der ich war, als ich die ersten Spur 8 Kurse durchgeführt habe, die haben immer gesagt, als wir von Alpha geschwärmt haben, am Wochenende kann ich nicht weg. Da kriegt mein Mann kein Frühstück und bla bla bla. Solche Sprüche kamen da. Das kann sein, dass sich das mit der Emanzipation jetzt alles völlig aufgelöst hat. Aber wir haben dann gesagt, Moment mal, wir müssen ja das nicht in Engländern an allen Dingen nachmachen. Wir machen einen Samstag, der um 9 Uhr beginnt und der nach dem Mittagessen so um 13.30 Uhr, 13.45 Uhr endet. Und zu diesem Samstag dürfen Sie selber kommen und in dem Bereich Mittagessen und festlicher Abschluss mit Urkunden, da dürfen wir dann auch Gäste willkommen heißen. Das heißt, da können Sie Ehepartner, Freunde, Nachbarn, wer willkommen, weil wir haben schon dafür gesorgt, dass wir mit einem guten Raum und mit einem gemeinsamen Festessen dieses ganze Seminar abschließen. Und das ist dann so, wie Alpha das auch gedacht hat. Es ist wichtig, dass Sie das einfach zu Hause eintragen. Und jetzt kommt der zweite Teil vom heutigen Thema. Nochmal vorweg, es wird keiner in diesem Kurs genötigt, dieses Thema für sich jetzt umzusetzen. Es wird aber in diesem Kurs eine besprochene und einfühlsame Möglichkeit eröffnet, in diesem Abschlussgottesdienst, wie Sie das, was Sie persönlich einbringen und machen möchten, es auch machen können. Deshalb bereiten wir das vor und machen den Ausblick auf den Gottesdienst, dass Sie wissen, wo führt es eigentlich hin, wie geht es dann. Und jetzt zum zweiten Teil. China ist ja zurzeit in aller Munde. Jetzt was Positives über China. Die Sprachweisheit dieses Landes und dieser Kultur ist beeindruckend. Das Wort Krise hat nämlich die Gefahr und Chance bedeutet. Das heißt, die Weisheit der chinesischen Sprache hält fest, in einer Krise ist eine dramatische Situation gegeben, aber kann sich auch die Zukunft für dich öffnen. Und das finde ich, ist etwas Schönes an dieser Sprache und das hat der Verfasser hier festgehalten und hat gesagt, jede Erschütterung unseres Lebens kann uns auch in einen neuen Weg, in eine offene Zukunft führen. Dann sagte er, heilt Zeit Wunden. Viele Menschen, auch die Nachkriegsgeneration, die Schlimmes erlebt hat, sagt, es wird mit dem zeitlichen Abstand besser. Es ist dann nicht mehr so nah da, die Spuren siehst du nicht mehr. Aber wir nehmen uns ja mit in die moderne neue Zeit. Und wenn wir etwas erlebt haben und es in unserer Seele mit uns herumtragen, geht das mit, auch wenn wir alt sind. Beispiel von meinem Schwiegervater, der ist dem Inferno in Dresden entkommen, hat aber Schulfreunde in Dresden, in der Innenstadt, verloren. Und meine Frau hat eine ganz schlimme Erinnerung, als sein Geburtstag anstand und er schon im Rollstuhl war und sie durch die Dresdner aufgebaute Innenstadt, die ja keine Zerstörungserinnerungsreste mehr übrig gelassen hat, mit ihm rumgefahren ist, hat ihn diese Erinnerung an die verkohlten Menschen und an diese zerbombten Häuser durch die Demenz wohl auch ungeschützt eingeholt. Und es war für meine Frau
eigentlich gar nicht machbar, mit ihm da irgendwie umzugehen. Das war wie, als wäre er jetzt in diesem Jahr und in dieser schrecklichen Situation wieder zurückgebeamt in seiner seelischen Wachheit. Also Zeit heilt Wunden ist ein Spruch, der ist nicht ganz richtig. Ich blättere um, die Heilung muss in uns beginnen. Ich denke, das würde jeder unterstreichen, weil wir sagen, wenn das wirklich so ist, dass ein verletztes Herz einschränkend vertrauen und sich hingeben kann, dann ist es gut, wenn da in uns etwas passiert und sich uns etwas löst. Und da ist auch nochmal erinnert an die Jesus-Geschichte. Jesus hat ja mal einen Kranken gefragt, willst du gesund werden? Diese Frage ist deshalb so entscheidend, weil die uns konfrontiert mit unserer Würde und uns die Möglichkeit gibt zu sagen, was willst du eigentlich? Willst du so weitermachen? Oder willst du aus dieser Situation dich, auch wenn du hilflos bist, an einen Heiland, so reden wir ja von Jesus, wenden, der in dieser Situation dir etwas gibt, was du selber nicht hast. Wir reden nicht von Psychotricks. Wir reden auch nicht von irgendwelchen Strategien, wo wir sagen, stopp, durchatmen und dann weitermachen. Das ist alles hilfreich, aber es geht nicht um Psychotricks, sondern es geht darum, dass einer vom Himmel kommt, dich umarmt und in dieser Wärme und Geborgenheit die Vertrauensfähigkeit wie ein Wunder wächst und wiederhergestellt wird. Darum geht's. Ganz einfach geredet. 6 Schritte zur inneren Heilung. Der erste Schritt ist, Sie sind hier, Sie hören davon und Sie merken, dass da Interesse entsteht, zu sagen, ja, wenn das bei dem Gottesdienst möglich ist, das überlege ich mir, da kann ich mir durchaus vorstellen, das mitzumachen. Sowas kenne ich sonst aus anderen Zusammenhängen eigentlich nicht, aber ja, so fängt es ja an. Und jetzt habe ich ein paar Vorschläge zu machen. Sie könnten heute nach Hause gehen, ich habe gehört, in einer Gruppe ist das eigentlich schon ausprobiert worden, und könnten auf Ihr Nachtkästchen, ich denke, das haben alle, oder irgend so ein Board, einen Stift drauflegen und einen Zettel. Und vorm Einschlafen sagen, liebe Seele, wenn du was zu sagen hast, darfst du das jetzt machen. Weil sie ja diese Seele, wenn sie träumen und wenn sie schlafen, nicht mehr im Griff haben. Dann meldet sie sich und erzählt ihnen Geschichten und spielt Filme ab und so weiter. Und deshalb, das ist nur ein Rat, dass sie sagen, ihre Seele ist so wichtig, die soll jetzt einfach eine Botschaft von ihnen bekommen, weil sie der Chef sind, und hören, ich darf mich melden. Und es kann sein, dass manche Seele nur darauf wartet und sagt, ah, schön, ich habe dir was zu erzählen, und ich schalte jetzt die Traummaschine an und dann, nicht heute Nacht, ist mir zu stressig, ich muss mir das erst überlegen, aber vielleicht übermorgen, nächste Woche. Ich wünsche Ihnen, dass Sie manche Träume haben, die wichtig sind. Und manchmal kann man das ja auch unterscheiden, dass man sagt, das war jetzt ein Witztraum oder irgendwas, das war irgendwie wichtig. Und dann schreiben Sie sich das auf. Und dadurch, dass die Seele das sieht, dass sie das Papier hinlegen und einen Stift hinlegen, merkt die auch, dass sie das ernst meinen. Und wenn man nichts zum Aufschreiben hat, dann trinkt man den Kaffee und sagt sich, wie war das jetzt nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Gut. Denn das Aufschreiben ist wichtig. Aufschreiben, da sortieren wir unsere Gedanken. Und beim Schreiben fällt uns zu dem Thema noch detailmäßig dies und das ein. Und dann fügen wir das hinzu oder ergänzen das. Wer Tagebuch schreibt, sagt sich, ja, weiß ich alles. Aber viele schreiben ja gar nicht mehr Tagebuch. Und deshalb ist es eine Erfahrung, wo man sagt, Schreiben ist wichtig, dass du selber in diese Zeit hineinkommst, die Details anschaust, in einem ganz ruhigen Tempo das festhältst. So wie dir das kommt, schreib das auf.
Manchmal ist es dann so, dass man sagt, das kann ich aber nicht liegen lassen, dann räumen sie das halt wieder weg, dass sie persönlich was aufschreiben. Das Ziel ist, dass jeder, der das möchte, einen Brief an Jesus schreibt. Und dass wir sagen, das trauen wir dem Jesus zu, dass wir ihm alles aus unserem Leben erzählen können. Und wissen Sie, manchmal ist es in den Gottesdiensten so eine schlechte Angewohnheit, dass wir manchmal sagen, wie kann man in 10 Sekunden sich an seine Sünden erinnern? Ich nicht. Ich bin meistens nach 10, 15 Sekunden erst so weit, dass ich in Stille überhaupt nachdenken kann. Und dann sagt er da vorne schon wieder, Gott liebt dich, zack. Ich bin doch gar nicht so weit. Bei Sünden ist es so, dass man mal, die sind so weit oben, da kann man die dann relativ schnell abgreifen. Aber bei solchen Sachen, die wir jetzt bedenken, mit Verletzungen, dauert es ja noch viel länger. Der Gottesdienst müsste 4 Stunden dauern, bis sie da überhaupt mitkommen. Und deshalb ist es ja wochenlang über Weihnachten, machen wir so gar eine Pause, wo sie sagen, das hat er heute gesagt, boah, habe ich viel Zeit. Und es kann auch sein, dass Gott diese Zeit nützt, um zu sagen, darf ich dich drauf hinstoßen, vielleicht, Triggersituation gefällig. Und dann sind wir einfach an dieser Sache dran und schreiben das auf, wenn wir das wollen. Und dann wissen Sie, das, was ich da aufschreibe, kommt dann irgendwann in einen Umschlag rein und dann wird es persönlich von Ihnen auf den Altar gelegt. Und was da drin steht, muss nicht sortiert werden. Sünde 1, Sünde 2, Verletzung 1, 2, 3. Sie schreiben auf, was in Ihrem Leben dazu da ist. Das ist wichtig. Wir werden dann auch erzählen, wie wir mit den Briefen umgehen. Die liest keiner. Aber das ist für Sie in einem passenden Tempo eine ganz große Möglichkeit. Wir wollen unsere Hilflosigkeit bei solchen Verletzungen uns eingestehen und einfach uns damit an Gott wenden. Das ist das Besondere, was Christen machen. Und das schöne Bild mit dem Mädchen und dem Papa wahrscheinlich, dass wir uns einen Ort suchen, wo wir heilende Liebe erfahren. Wir wissen ja aus Jesus-Geschichten, dass es Menschen gab, die haben gespürt, wenn du den Jesus anfasst, dann ist da eine richtig große, coole Kraft. Und das ist eigentlich das, was im Glauben passiert, dass sich etwas von mir Jesus in Verbindung bringe. Jesus heißt Heiland. Es gibt ja auch noch so Kirchenfenster und ein Abendmahlsymbol. Da steht dann auch drauf JHS, Jesus, Heiland, Seligmacher. Die Rolle möchte ich ein bisschen mehr sagen. Ich habe ja durch meine eigene Geschichte gesagt, mir sind da die Augen aufgegangen, als ich gemerkt habe, ich bin in der Geschichte vom Vater und Sohn drin. Der Vater umarmt jetzt mich und ich kann diese Liebe für mich spüren. Manchmal ist es so, dass wir auch Bilder brauchen, nicht nur Gefühle, die uns helfen, zu dem Schreckensbild ein positives Bild in unsere Lebensgeschichte einzufügen. So als wären Sie im Cut-Raum und würden sagen, ich schneide in der größten Katastrophe jetzt den Film auf, baue da was Neues ein und dann läuft der Film weiter. Wenn Sie sagen, das ist ja unglaublich, geht es? Und ich will Ihnen so eine Geschichte erzählen. Es gab in Deutschland einen ganz berühmten Missionar, der hat in einer Zeit, wo die Kirche an Ehearbeit noch nicht gedacht hat, hat er Eheseminare erfunden. Das war ein Afrika-Missionar von der Leipziger Mission, der hieß Walter Tropisch. Als ich jung war, waren die Bücher von ihm in hoher Auflage auf den christlichen Büchertischen. Der Name ist jetzt fast verschwunden. Und der hatte einen Sohn, der hat Psychologie studiert und der hat darüber gearbeitet, was Ungeborene schon mitkriegen, bevor sie geboren werden. Also hochsensibles Thema. Dieser gescheite junge Mann war aber Sohn eines Missionars. Und Missionarssöhne haben ein schwieriges Leben, weil die können ja nach Afrika nicht immer mitgenommen werden.
Und so war es ein Ritual, dass die Eltern von dem, der ist Daniel, ausreisen wieder nach Afrika und er wurde im Internat abgesetzt. Und diese Erfahrung, Mama und Papa haben was ganz Wichtiges zu tun, für Jesus, boah, und ich bleib hier, war für den Daniel eine tiefe Verletzung, eine Verunsicherung, eine Verletzung. Und da kann man sagen, da können sich jetzt richtige Psychostörungen mit Kirche aufbauen, alles Mögliche. Aber er hat einfach dran gelitten und er hat lange gebraucht und dann hat er Folgendes erzählt. Und eines Tages habe ich die Situation vor mir gesehen, war kein Traum, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall die Situation vor mir gesehen, Papa vorm Internat, ich abgegeben, Papa dreht sich um und der Daniel sieht ganz genau, dass im Auge von seinem Papa Tränen sind. Dieses Bild war für ihn eine ganz große Hilfe, dieses aufs Internat geschickt werden durch den Papa zu verkraften, zu bearbeiten. Es war sozusagen wie ein neues Bild in diese Kinderkatastrophe. Papa gibt mich ab, Papa empfindet Schmerz, er weint. Es ist nicht kalt oder einfach so gewesen. Und der Daniel konnte nicht sagen, ob das so real passiert ist. Vielleicht hat der Papa den Schmerz gespürt, aber als der Schmerz ins Bild gesetzt war und diese Tränen sichtbar wurden, war das eine Hilfe. Und manchmal ist es so, dass Gott, der ja einen Zugriff zur Vergangenheit, zur Gegenwart und zur Zukunft hat, im Bildraum unseres Lebens Bilder einführt. Es gibt Menschen, die sagen, an der Situation, wo ich so schutzlos war, taucht auf einmal ein Mantel auf. Und ich spüre, ich bin nicht nackt, ich bin nicht ausgeliefert, ich bin geborgen. So als würde Gott nicht nur sagen, ich sag dir das, sondern ich möchte, dass du ein neues Bild einbaust in deine Lebensgeschichte. Mein Bild, mein Kommentar, meine Leistung, meine Hilfe an dem Punkt. Das kann man nicht machen, aber ich denke, das ist etwas, was aus dem, soll man sagen, Tresor des Glaubens rauskommt, wenn wir uns damit beschäftigen. Und noch etwas Wichtiges, wir versuchen manchmal, diese Dinge, die schwierig waren, so wie wir das können. Ich komme jetzt wieder zurück zu dieser Grundschullehrerin. Diese Grundschullehrerin hat ein langes Leben gehabt und ich hatte eine Cousine an dem Ort, wo sie lebte. Und ich habe über meine Cousine mir einen Termin geben lassen, weil ich dachte, ich will die Frau besuchen, ich will der Sache nochmal auf den Grund gehen. Und ich war sehr aufgeregt, als ich dahin bin. Und diese Lehrerin, die hat mich dann zum Tee oder zum Kaffee eingeladen, hat sich riesig gefreut, dass ich gekommen bin. So Dorfschullehrer, die freuen sich ja, weil sie sagen, der war mal bei mir in der Schule und so. Und dann haben wir ein bisschen Small Talk gemacht und dann habe ich gesagt, Frau Huber, können Sie sich noch daran erinnern, da war doch irgendwas, ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Was? Ich sehe mich heute noch da sitzen und dachte mir, das darf nicht wahr sein. Für mich eine halbe Katastrophe, die weiß das nicht mehr. Und irgendwie war die Erwartung, wenn ich das jetzt mit dem bespreche, dann löst sich das auf. Und auf einmal war ich völlig hilflos, weil da kam nichts rüber. Die hat es nicht mal gewusst. Das heißt, ich konnte mit ihr gar nicht drüber reden, geschweige denn, dass sie sagen konnte, da war ich nicht gut drauf damals, weißt du. Also es gibt Situationen, wo wir sagen, das kann helfen, aber das können wir nicht machen. Wir bleiben manchmal die Hilflosen, die wir schon vorher waren. Und deshalb
ist es ganz wichtig, dass wir uns mit einer Sache beschäftigen, wie lange wir Dinge anderen nachtragen. Es gibt ja so Sprüche, vergeben ja, verzeihen nein. Und das heißt ja im Grunde genommen, sich damit auseinandersetzen ist wichtig, zum Abschluss kommen ist wichtig, aber verzeihen nein heißt ja, das bleibt. Und dann ist es nicht weit zu sagen, ich trage das dem immer noch nach. Ich habe das sozusagen immer noch greifbar. Und greifbar heißt ja, ich habe die Hand voll. Und das Bild hier in der Mitte nach der Filmrolle ist genau das, dass ich sage, wenn wir einem Menschen etwas nachtragen, der an uns was Böses getan hat, dann haben wir die Hände immer voll und irgendwann, spätestens wenn wir Arthrose kriegen, haben wir die Kraft nicht mehr, das zu halten. Und das zu verstehen, zu sagen, nachtragen ist einfach Kacke. Mach das nicht. Lass diesen Prozess zu, dass du es anschaust, nicht einfach so schnell, dass du es anschaust, dass du dir der Dinge bewusst wirst, dass du es aufschreibst in allen Facetten, auch mit Tränen und mit Wut. Und dass du irgendwann, das kann man halt festlegen, es muss jetzt nicht bei dem Gottesdienst sein, es kann auch später sein, dass man irgendwann sagt, so, jetzt gebe ich dieses Gepäck aus der Hand. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn jemand 3 Kartons trägt und die aus der Hand gibt, dann sagen manche, jetzt kann ich die Treppen wieder gehen, ich muss sehen, wo ich hinlaufe. Ich habe jetzt Kreativität, die ich vorher nicht hatte. Ich bin jetzt hingabefähig. Nachtragen ist das Schlimmste, was wir in unserem Leben machen, auch wenn wir es manchmal mit dem Kopf frisieren und sagen, naja, ich habe es ihm schon vergeben, aber da haben wir die Hände voll. Das ist schlecht. Und Gott möchte eigentlich uns berühren, dass wir das Gepäck, was uns vielleicht zu groß ist und zu viel ist, dass wir das aus der Hand geben. Vielleicht müssen wir das auch bewusst bei Gott abgeben und sagen, es ist so schaurig. Wenn du es nimmst, ist okay. Aber einfach das Hinstellen, kein Bild gesprochen jetzt. Ja. Das wissen wir ja, ob das für uns so passt. Und dann haben wir die Hände frei und dann ist es wirklich so, dass so ein Gottesdienst, das werden Sie merken, jahrzehntelange Erfahrung, das ist ein Energieschub, da braucht man gar keine Urkunden verteilen, da gehen Sie glücklich nach Hause. Ich komme deshalb jede Woche hierher, weil ich diesen Energieschub immer wieder erleben möchte. Bei anderen. Das macht Spaß. Hierher kommen. Komm nicht hierher, weil der Martin dann nett zu mir ist. Ich schließe den Abend ab mit einem Gebet. Und das sind Gebete, wo ich Ihnen sage, die habe ich als Pfarrer erst vor etwa 15 Jahren überhaupt kennengelernt. Die gab es irgendwo in den Liturgiebüchern gar nicht. Und in diesem Gebet ist es so, dass die ganze Spanne des Lebens entfaltet wird. Und da müssen Sie jetzt nicht sagen, ja, das ist richtig. Da kann sein, dass ein ganzer Absatz mit Ihnen überhaupt nichts zu tun hat. Aber es gibt in diesem Gebet normalerweise 3, 4, 5 Zeilen, wo Sie sagen, das ist mein Absatz. Der spricht mir sozusagen aus meiner Seele und meiner Lebenssituation raus. Und dann spüren Sie auch, wo das eigentlich hingeht, was wir da machen und wie das geht. Nach dem Gebet sage ich nichts mehr. Weil das Gebet kann einfach so gut am Schluss stehen. Gott, ich weiß nicht, wie ich dich anreden soll, noch nicht einmal, ob du mich überhaupt hörst. Zweifel leben in mir, ob du da bist, ob du für mich da bist. Aber ich habe gehört von dir als Quelle heilender Liebe und du hast Körner der Sehnsucht unter meinen Zweifel gestreut. Wie die Frau, die nach Jesu Gewand fasst, ungewiss, ob es hilft, nur mit einem Funken Hoffnung, so will ich mich jetzt, Gott, nach deiner heilenden Liebe aussprechen. Ich will vor dir aussprechen, was mir so wehgetan hat und noch weh tut. Ich denke an meine Kindheit zurück.
spüre noch jetzt den Mangel an bedingungsloser Liebe, Zuwendung und Anerkennung. Manches Wort meiner Eltern sitzt in mir wie ein Stachel. Ihr Versuch, mich an sie zu binden, ihre Erwartung, dass ich meine Aggressionen gegen sie unterdrücke, ihr Streit, der mich erschreckte, ihr Überfordern und Korrigieren, das ohnmächtige Wut in mir weckte, all das hat mein Selbstwertgefühl verletzt. Ich ahne, Gott, wo meine Eltern durch Vernachlässigung oder Überbehütung meine Lebensentwicklung hemmten. Und vielleicht liegt es an meinem eigenen Vater, dass ich zu dir, Gott, noch nicht Vater sagen kann. Ich denke an meine Ehe oder an mein Alleinsein, an den Partner, den ich habe oder an den ich vermisse. Da ist so viel Verbitterung in mir über versäumte Möglichkeiten und unerfüllte Sehnsüchte. Da ist so viel Enttäuschung über dumpfes aneinander vorbeileben. Das sind abgebrochene Träume, Worte, die verletzten, Wunden, die nicht heilen wollen. Ich denke an meinen beruflichen Werdegang. Mancher Weg wurde mir verbaut, manche Chance gestohlen. Mir hat wehgetan, wenn Konkurrenten mir vorgezogen, meine Leistungen übergangen, meine Fähigkeiten unterschätzt wurden. Mein eintöniger Berufsalltag hat mich bitter und stumpf werden lassen. Ich denke auch an Verletzungen durch Kirche und Christen. So viele hohle Worte, so wenig glaubwürdiges Leben. Ich denke auch an Verletzungen, die ich mir selber zufügte. Durch ständiges Herumnörgeln an mir, durch Selbstverleugnung und Selbstüberforderung. Gott, da ist so viel, was in mir weint. Manches kann ich noch nicht aussprechen. Und noch immer weiß ich nicht, ob du für mich bist. Aber wenn, dann bitte ich dich jetzt. Komm du mit der Kraft deiner heilenden Liebe in mein Leben. Nimm die Verbitterung und den Groll aus meinen schmerzhaften Erinnerungen. Fang an, meine Wunden zu heilen.